Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute 5 mm große Kekse mit einem Oreo-Schriftzug. Dafür machen wir uns eine Form. Wir benötigen für diese Form nadelähnliches Werkzeug, wie zum Beispiel einen Zahnstocher, natürlich Fimo, dünn ausgerollt. Und ich verwende hier als Unterlage einen Cutter. Du benötigst aber auch für oben einen Cutter, also irgendetwas, mit dem du fein schneiden kannst. Und am Ende benötige ich noch eine Abformknete. Die bekommst du online oder im Fachhandel. Wir beginnen mit dem Buchstaben O in Oreo. Und du kannst entweder eine Kugel formen und durchstechen oder so wie ich aus einem dünnen Strang ein O formen. Ich mache das meist vorher auf dem Finger oder auf einer Acrylscheibe oder Glasscheibe und dann lege ich es erst auf das jeweilige Objekt, wie in diesem Fall der Keks. Für das R forme ich gleich mal ein P und füge dann erst den rechten Fuß quasi zum R hinzu, wenn man das so sagen kann. Weiter geht's mit dem E. Für das E benötigst du einen langen Strang und drei kurze. Geübte können es auch aus einem langen Strang und quetschen quasi auf der Seite einfach zweimal rein. Funktioniert tatsächlich, hört sich komisch an, wollte ich nicht vormachen, ist einfach zu komisch. Nun seht ihr wieder meine Fingertechnik. Nachdem ich meistens nicht so fein und klein arbeite wie hier, bin ich das auch nicht so gewöhnt, wie man merkt. Aber ich habe mein Bestes für euch gegeben, damit ihr zumindest seht, wie es funktionieren würde. Und tatsächlich ergab es ja ein bisschen sogar das Wort Oreo. Jetzt machen wir noch einen ovalen Kreis rund um den Oreo-Schriftzug. Leider hatte ich meine Kamera nicht immer im Blick, jetzt sieht man leider nicht, wie ich jetzt abschneide. Ich schneide aber wirklich einfach vorsichtig am Rand diese Stränge weg, die überstehen, und habe es vorsichtig einfach angedrückt. Ein paar Verzierungen noch zum Schluss, Dreiecke und oben eine Art Kreuz, also eine Art Doppelkreuz eigentlich sogar, und unten wie eine Art Pflanze. Es ist mir auf jeden Fall nicht möglich gewesen, es in dieser Form und Weise, wie ein Oreo-Keks aussieht, zu machen und daher die abgespeckte Version. Ich hoffe sehr, dass euch das Video trotzdem gefällt und wenn dies der Fall sein sollte, lasst mir doch gerne ein Like da, damit ich es auch sehe. Besucht mich natürlich auch sehr gerne auf Facebook und Instagram. Ich heiße dort Cute Clay DIY. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Den Rand habe ich noch etwas aufgeraut, da auch ein echter Oreo-Keks ja nicht komplett glatt ist auf der Seite. Hat mir nur leider im Nachhinein in der Form anscheinend nicht sehr viel gebracht. Ein bisschen sieht man es, aber nicht so sehr, wie ich eigentlich dachte, dass man es sieht. Nachdem der Oreo-Keks jetzt im Ofen war für 20 Minuten, darf er nun raus, etwas abkühlen und ich bereite in der Zwischenzeit die Abformknete vor. Hier gibt es allerdings nicht sehr viel zu machen. Ich liebe Abformknete. Hier muss man einfach Blau mit Weiß mischen und fertig ist das Ganze. Jetzt einfach hinlegen, den Keks mit Oreo-Schriftzug reindrücken und 10 Minuten warten. Jetzt komm, jetzt drück ihn rein. Ach, okay. Ja, schöner Keks. Toll ist er. Wunderbar. Rein damit. Okay, 10 Minuten, zack, raus und so sieht er aus. Cool, oder? Das Ganze mache ich jetzt einfach 150.000 Mal. Nein.
Ich mache hier einfach ein paar kleine Oreos. Mir ist aufgefallen, mit einem Kältespray funktioniert das Ganze umso besser. Da kommt er wirklich im vollständig Ganzen und unzerdrückt wieder raus. Sehr cool. Jetzt wieder ab in den Ofen damit. 20 Minuten später sehen sie genau gleich aus. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Weiß ausgestochen. Ebenfalls wieder 5 mm natürlich, damit sie dazwischen passen. Du kannst sie einfach miteinander verbinden, schwarz mit weiß, funktioniert, hält ohne viel Liquid. Und dann wieder kurz 10 bis 15 Minuten oder so lange du willst in den Ofen damit. Fimo kann man so oft backen, wie man möchte. Und schon ist er fertig, der verhunzte Oreo-Keks.